wieder und ich sitze hier zusammen mit Dennis Delschow, dem Regisseur vom Biest vom Planeten Venus. Wir haben uns beide gedacht, wir sind beide etwas dick und sehen nicht ganz so toll aus, deswegen ziehen wir doch einfach mal Schals vor unsere kleinen Bäuche und lenken so vom Wesentlichen ab. Dennis! Das bin ich. Ja, sehr herzlichen Glückwunsch dazu. Hi. Hallo, Ruben. Ja, du hast diesen tollen Film gedreht, das Biest vom Planeten Venus. Ganz fantastisches Film. Ganz fantastisches Filmprojekt. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen dazu? Das wird jetzt sehr merkwürdig klingen, aber ich habe mich eine Zeit lang mit einer Operette von Franz von Suppé beschäftigt, der schönen Galatee, ja, die ich gerne verfilmen wollte. Und es ist einfach teuer, so ein ganzes Orchester zur Hand zu haben. Und natürlich. Dann haben wir uns gedacht, machen wir daraus einen Spielfilm. In der schönen Galatee geht es nämlich auch um eine Statue, die erwacht. Das ist ein bisschen das Pygmalion-Thema. Mhm. Ja. Und ja, es ist eine schöne Operette, es ist eine tolle Operette, aber sie hat mit dem Film letztlich nichts mehr zu tun. Also daraus ist was völlig Eigenständiges dann gewachsen. Wie? Ja, das ist eine gute Sache. Wie bist du denn letzten Endes auf das Thema des Films dann gekommen, dass du das so ein bisschen in die Edgar-Wallace-Ecke schieben wolltest? Das hat was damit zu tun, dass ich mich eigentlich, bevor ich angefangen habe zu studieren und auch Theater zu machen und so weiter, das ganze Zeug, das ich jetzt nicht länger hier ausbreiten will, vor allen Dingen mit diesen Filmen beschäftigt habe. Das heißt, ich habe immer das eher trashige Genre-Kino bevorzugt und fand das immer ganz toll, solche Filme anzugucken, aber auch selber kleine Filmchen zu machen. Da gibt es ja auch diese nette Anekdote auf deiner Homepage. Erzähl doch mal was dazu. Welche Anekdote? Naja, die, wo sich jemand äußerst freundlich über deine Filme geäußert hat. Ach so, ja, das war auf dem Edgar Wallace Festival 2003 und zumindest von der Stimme und doch auch vom schauspielerischen recht bekannter Akteur, meinen Kurzfilm Der Mönch des Schreckens, ja, genau, gesehen hat und den mit Scheiße betitelt hat. Und dem Veranstalter gesagt hat, warum haben sie sowas Dilettantisches hier gezeigt? Jedenfalls, was bis heute in meiner Biografie steht, ist, dass dieser Film auf dem Edgar Wallace Festival gelaufen ist, das Christoph Sess damals organisiert hat im Schwarzwald jedes Jahr. Im Hotel von Eddie Arendt, das war immer ganz toll. Von Eddie Arendt? Eddie Arendt. Dem Eddie Arendt. Dem Eddie Arendt. Ah, sehr schön. Dem Eddie Arendt. Ich habe auch ein Autogramm von ihm bekommen. Oh. Ja. Ich habe ja damals auch ganz viele Eddie Wallace Filme gesehen. Eddie Wallace, ja. Ich habe ganz viele Edgar Wallace Filme damals auch gesehen, muss auch sagen, war äußerst fasziniert davon. Mhm. Ja, deswegen, also wenn du mit sowas ankommst, dann geht natürlich auch mir logischerweise das Herz auf. Oder unter, ne? Oder unter. Aber ja. Je nachdem, wie du mit der Sache umgehst. Aber viele Sachen sind natürlich davon beeinflusst. Das ist jetzt nicht so, dass das konsequent irgendeine Richtung verfolgt, aber ein bisschen Edgar Wallace ist natürlich auch drin. Hast du denn irgendwie besondere Auswahlkriterien dafür gehabt, wen du letzten Endes bei deinem Film was mitspielen lassen? Oder kam das einfach so auf dich zu, dass die Leute sich bei dir beworben haben? Das kommt ganz drauf an. Also es spielen natürlich verschiedene kreative Köpfe irgendwie eine Rolle. Beate hat jahrelang am Theater im OP hier in Göttingen schon gespielt, macht auch selber Musik, eine exquisite Musikerin. Sabrina Teufel, bei der ist das Gleiche, die hat in Mattersfeld relativ viel Theater gespielt, auch ein bisschen Schauspiel studiert. Du machst Impro-Theater? Hm? Echt? Improsant heißen die Jungs, noch ein bisschen Werbung, die sind toll. Auch. Und gut, ich hatte dich bis zum Zeitpunkt da noch nicht gesehen auf der Bühne, aber ich wusste trotzdem, dass du ordentlich was auf der Kante hast. Ja, wir studieren ja auch zusammen, also sagen wir es mal ganz offen. Ja, das ist ehrlich so. Das ist tatsächlich so. Also man kennt sich und der Kreis der Leute, der stammt schon größtenteils so aus Göttingen, aus der Göttinger Musikwissenschaft. Ein Darsteller kommt aus Heidelberg. Beziehungsweise aus der Nähe von Heidelberg, Thorsten Fürst, mit dem habe ich früher schon Filme gemacht. Den habe ich tatsächlich damals auf dem Edgar Wallace Festival 2003 kennengelernt. Das ist der nette Mann, der den Wissenschaftler spielt in dem Film. Richtig, oder? Ganz genau. Ja. Wie hast du den irgendwie? Achso, den hast du auch nicht kennengelernt. Ja, das war ganz lustig. Ich habe also ein Ratequiz mitgemacht und da mussten wir alle auf die Bühne und irgendwie war es so, dass man die Punkte bekam, wenn man nichts sagte. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du was Falsches gesagt hast, hast du die Punkte abgezogen bekommen und das habe ich dann auch gemacht und bin deswegen Zweiter geworden, saß unten, nichts an und plötzlich haut mich so ein langhaariges Biest von der Seite an, haut mir auf die Schulter und brüllt mir ins Gesicht, hättest halt mal öfter die Fresse gehalten.
Äußerst sympathisch, muss man dazu sagen. Was ist das denn für ein Assi? Und letzten Endes, zwei Wochen später, haben wir den ersten Film zusammen gemacht. Okay. Das war großartig, das ist eine tolle Freundschaft. Schön, das klingt gut. Absolut, ja. Sag mal, möchtest du einen Wein trinken? Ich habe außerdem keinen Bock mehr auf Schale. Ich denke, das ist mir zu blöd hier. Okay, komm. So, ja. Möchtest du einen Wein trinken? Ja. Was machen wir denn da? Da wir ja bei unserem kleinen Internetsender, den wir hier haben, ja sagen zu österreichischem Wein, ja, haben wir uns gedacht, Wochen. Ja, einen schönen blauen Zweigelt. Wir zeigen mal nicht das Etikett, weil sonst gilt das vielleicht. Du kannst das rot-weiße Deckelchen in die Kamera halten. Ja, ja. Österreichischer Wein. Ja. Ganz prima Sache. Kann ich nur empfehlen. Gibt es ja auch dieses Lied, ne? Von Österreichischer Wein. Ja. Ja. Kannst du ein bisschen mehr reinmachen, ich hab Durst. Ach so. Ja, das ist das typische Regisseurproblem. Die haben immer so ein bisschen Durst. Und dann wird der Durst ein bisschen mehr. Und dann trinkt man über den Durst. Ja, kennt das nicht. Ja. So. Viel Spaß damit. Danke gleichfalls. Ach so, du hast ja nichts, ne? Nee, nee. Nein, ich muss noch laufen. Das kriege ich schon irgendwie. Tatsächlich durch. Ein hervorragender Tropfen. Mhm. Gibt es irgendetwas, was du deinen Zuschauern auf jeden Fall sagen möchtest? Irgendjemandem, den du besonders danken möchtest? Irgendwelchen Leuten? Oder hast du diesen Film... Wie läuft das ab? Wie läuft so ein typischer Filmdreh ab? Ist man da eher so alleine? Ist man da völlig auf sich gestellt als Regisseur? Oder hat man da viele Leute, die da irgendwie auch mithelfen und einen unterstützen? Sag mal, wie läuft das ab? Gerade so in deinem Bereich, du machst das ja nicht so mit Riesenbudget und super vielen Leuten. Ja, das ist ein guter Punkt, denn ich muss mich da tatsächlich bei allen bedanken, die in irgendeiner Weise das möglich gemacht haben, bei den meisten kann ich das wirklich sagen, mit allem, was in ihrer Macht stand, diesen Film zu realisieren, denn abgesehen davon, dass dann auch noch die Kulturstiftung der Stadt Göttingen und das Studentenwerk, ich möchte mich vor allen Dingen bei Horst Reinhardt bedanken, der das ganze Projekt wahnsinnig betreut, was die Aufführung angeht, jetzt am 25.11. hier. Also die sind alle mit eingestiegen und davon ab sind einfach alle Leute, die auch gespielt haben und hinter den Kulissen aktiv waren, großartig. Also es ist dann so gewesen, dass sie mir natürlich wahnsinnig auch geholfen haben mit in Bereichen, die eigentlich nicht ihr Bier waren. Das heißt, Schauspieler haben auch mitgeholfen beim Aufbau, beim Abbau, bei den ganzen Geschichten, Sachen hin und her zu fahren. Wir haben ja über 20 Schauplätze in diesem Film bedient. Das ist eigentlich... 20 Schauplätze? Ja, ich denke schon, ich muss nochmal nachzählen, aber also es geht auf jeden Fall in die Richtung, ne? Abgesehen jetzt von diesen schon vorher entstandenen. Und was meinst du, wie viele Kilometer seid ihr da ungefähr gefahren, um letzten Endes alles, oder was war der weitest entfernte Punkt, wo ihr hingefahren seid, um was zu drehen? Ja, tatsächlich, wir haben vorher, bevor es in die konkrete Planung ging, habe ich in Kuba die Außenaufnahmen gemacht. In Kuba? Ja, es gibt 3,5 Minuten in Kuba, sehr schöne Aufnahmen. Also das sind wirklich Aufnahmen aus Kuba, die du mitgebracht hast und nicht einfach... Krass. Da sind wir nicht mit dem kompletten Team hingefahren, ist ja logisch. Aber, schön wäre es. Ja, schön wäre es gewesen. Ja. Ab und zu mal so rum Cola trinken, so schön rum Coco. Ja. Aber nein, wir haben in Paderborn gedreht, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so weit von Göttingen, das sind 2,5 Stunden. Aber unsere Darsteller sind teilweise aus München, ist jemand angereist, Lilly Walter aus Heidelberg eben Bogen. Wir haben dann natürlich viel in der Umgebung gedreht. Wir haben auf der Löwenburg gedreht, in Kassel, im Klausenhof, dem Wahnsinnsgasthof unterhalb der Burg Hanstein. Genau. Anderes Video ist online mit einem kleinen Imagefilm, den wir im Rahmen des Films produziert haben. Dazu. Und viel haben wir natürlich in Göttingen realisieren können. Aber trotzdem, also die Orga war natürlich relativ krass. Viele Leute, die daran beteiligt sind, oft kurze Szenen, viele Schauplätze und das war schon immer ein ganz schönes Hin und Her. Dennis, sag mal, wie bist du eigentlich darauf gekommen, diesen schönen Film in 3D zu drehen? Naja, wichtigster Punkt ist, man kann ihn in 3D drehen. Ne? Ja, man kann es aber auch lassen. Ja, man kann es natürlich lassen. Also abgesehen von dieser ganzen Flut an brutalsten 3D-Mist, den es so auf dem Markt gibt, besinnen wir uns ja mit unserem Film auf ein kulturelles Erbe. Ne? Also wir haben hier schon, ne, da ist das Schloss, da ist der Cadillac mit der schönen Jane, da ist die Venus. Und hier ist der verrückte Wissenschaftler, der gerade eine Frau wegträgt. Alles Dinge, die in 3D noch dreidimensionaler sind als in 2D.
Und die eben auch, wenn man sich vergleichbare Genrefilme, mit denen ich mich nicht messen möchte, weil es großartige Filme sind, in den 50ern anschaut, wie Schrecken vom Amazonas und so ein Zeug und It Came From Outer Space, jeder kennt diese Filme, dann sind das natürlich 3D-Filme. Also das Dreidimensionale in diesen Filmen ist quasi eine Erweiterung der eindimensionalen Charaktere. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das einfach in 3D. Möchtest du sagen, dass die Charaktere in dem Film beschränkt sind? Ich mache keine Äußerungen über einzelne Darsteller. Ich habe ja auch von den Charakteren und nicht von den Darstellern geredet. Charaktere, die beschränkt sind. Nee, das Irre an den Charakteren ist ja, dass man die in jeglicher Hinsicht erweitern kann. Denn welcher Charakter würde einem die Möglichkeit geben, 200 Jahre auf dem Sockel zu stehen, eingegipst, dann zu erwachen, zu morden und am Abschluss nach Rio zu fliegen und sich eine schöne Zeit zu machen? Jetzt hast du ja schon wieder was gespoilert. Was habe ich denn gespoilert? Das ist Update nach Rio. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ich meine, da sind andere Sachen sind viel geheimer, aber nach Rio, ich meine, also neben Havanna ist das, also ne, das kommt auch noch dazu. Havanna, ja. Rio, Palmen, Sonne, Strand, Calpirinha. Das war allerdings, naja, egal. Und Zigarre. Kaffee. Nee, Zigarren gibt's nicht. Alkohol. Kaffee. Ja, Alkohol gibt's natürlich. Ja, gut, na, wenigstens etwas. Mein Gott, jeder Mensch muss ein Laster haben. Ja, oder auch zwei. Laster voll kippen. Ja, schön. Gut. Hallo Simon. Ja, hier, ich mache dir jetzt Abendessen, ne? Dennis, sag mal, gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern noch mitteilen möchtest? Ich möchte die Zuschauer bitten, Zuschauer zu werden. Das heißt, ihr alle da draußen, die ihr jetzt vor den YouTube-Bildschirmen sitzt, bitte macht euch die Mühe und kommt am 25.11. in die alte Mensa am Wilhelmsplatz in Göttingen. Denn dort habt ihr die einmalige Gelegenheit, die Weltpremiere des Biests vom Planeten Venus mitzuverfolgen. Dieser Film sprengt Grenzen und reißt alte Mauern ein. Dafür baut er neue wieder auf, und zwar wunderschöne, bunte, leuchtende, strahlende, in allen Facetten funkelnde. Mr. Delshow, tear down this wall. In 3D.